Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Endlich Wochenende. Mehr Polizeipräsenz, das ist eine Forderung, die wir in den letzten Jahren immer wieder von diversen politischen Seiten gehört haben. Dazwischen gab es auch mal Meldungen, dass die Zahl der Stellen gesteigert wird. Die Frage ist nur, wo sollen die zukünftigen Ordnungshüter ihr Handwerk lernen? Einer dieser Orte liegt bald bei uns in der Region. Der Dornröschenschlaf der Klosterburg in Kastel dauerte mehrere Jahre lang. So lange, dass sogar schon der oberste Rechnungshof den Freistaat Bayern als Eigentümer angemahnt hatte, er solle das Gemäuer wachküssen und eine neue Bestimmung finden. Ab September 2019 soll die Burg Hochschulstandort für 120 Polizisten werden. Durch eine aufwendige Sanierung entsteht also momentan eine Einrichtung, die sowieso nötig gewesen wäre. Irgendwo in Bayern. Kosten für die Maßnahme werden 37,4 Millionen sein. Das Ganze darf man aber nicht jetzt so sehen, als hätte man anderswo nicht auch Geld gebraucht. Wenn man stattdessen in Sulzbach-Rosenberg neu gebaut hätte, wären es auch zweistellige Millionenbeträge geworden, die notwendig gewesen wären. Im Rahmen einer Journalistenrundfahrt besuchte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker am Mittwoch die Klosterburg Kastel und machte sich ein Bild vom Baufortschritt. Von 1958 bis 2006 wurden die Räumlichkeiten noch als ungarisches Gymnasium genutzt, bis die Betreiber Insolvenz anmeldeten. Danach suchte man 12 Jahre lang nach neuen Mietern bzw. Nutzern. Das ist natürlich, hat natürlich eine große Strahlwirkung für unsere Gemeinde. Und wir versprechen uns natürlich durch die Wiederbelebung der Klosterburg auch eine positive Auswirkung für unsere Region mit Arbeitsplätzen und dergleichen mehr. Die Polizisten, die in Zukunft hier hoch über dem Ort lernen sollen, sollen auch in den 60 entstehenden Zimmern wohnen und Kastel an sich beleben. Und allein schon aufgrund des Geräuschpegels der aktuellen Baumaßnahmen kann man wohl behaupten, Dornröschenschlaf beendet. Es ist ein rundes Jubiläum, welches das Neumarkter Oldtimer-Treffen in diesem Jahr feiern kann. Am kommenden Sonntag gibt es bereits die 10. Ausgabe in der Neumarkter Innenstadt. Und los geht's um 10.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung. Um 12 Uhr werden dann vor dem Neumarkter Rathaus besonders seltene Exponate präsentiert und die große 40 Kilometer lange Rundfahrt durch den nördlichen und östlichen Teil des Landkreises beginnt um 14 Uhr. Für das kulinarische Wohl ist gesorgt. Es gibt unter anderem auch Dixieland-Live-Musik. Und wenn das Wetter passt, könnte es sein, dass die bisherige Zahl der gemeldeten 400 Teilnehmer auf 700 ansteigt. So die Erfahrungen aus den letzten Jahren. Also an diesem Sonntag, 10. Auflage vom Neumarkter Oldtimer-Treffen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Danach haben wir einen neuen Blumenstrauß der Woche. Und wir zeigen Ihnen Comedy, die wirklich der Gipfel ist. Mehr dazu gleich. Bitte bleiben Sie dran. Dorner, Ihr Werkzeug- und Maschinenhandel in der Region. Hier finden Sie Profigeräte für Garten, Forst und Reinigung sowie Holz- und Metallbearbeitung. Alles rund um Zäune, Bedachungen und Stahl. Unsere Werkstatt repariert kompetent alle bekannten Hersteller. Und auch wenn es um Maschinen geht, wir beraten von Mensch zu Mensch. Dornatal Messing. Online unter dorner24.de. Der Weg zum Traumjob führt über die Jobmeile Neumarkt. Über 100 Firmen suchen interessierte Fachkräfte und bieten Stellen in verschiedenen Bereichen und Branchen. Jobmeile Neumarkt 2018. Am 23. Juni von 10 bis 16 Uhr in der Neumarkter Innenstadt. Einkaufen. Über 50 Shops mit bekannten Marken. Trends aus Mode, Technik und Lifestyle. Leben. Events für die ganze Familie und günstige Parkmöglichkeiten. Genießen. Vielfältige und gehobene Gastronomie. Komplett barrierefrei. Neuer Markt. Das Stadtquartier im Herzen von Neumarkt.
Harmonika, das steht für Harmonie und Lebensfreude. Der ambulante Pflegedienst betreut Patienten ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen. Heike Hengel-Schweiger und ihr kompetentes Team beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch, damit die Einsätze ohne Zeitdruck organisiert werden können und die Pflegekräfte jedem Patienten die Aufmerksamkeit geben, die er braucht. Für eine Umarmung ist immer Zeit. Neumarkt feiert im Herzen der Stadt. Vom 8. bis 10. Juni auf dem Neumarkter Altstadtfest. Mit guter Laune, internationalen Schmankerln und einem bunten Kulturprogramm. 5 Bühnen, 50 Musikgruppen, 16 Tanzdarbietungen. Mit Mittelaltermarkt und Lagerleben im Stadtpark. Und dem Kindernachmittag am Sonntag auf dem Residenzplatz. Feiern, genießen, flanieren auf dem Neumarkter Altstadtfest. Wem gehören die Straßen von Neumarkt? Na, Ihnen! Bei Monopoly Neumarkt. Ab Herbst erscheint der Spieleklassiker in der offiziellen Städteedition. Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar der limitierten Auflage. Gutscheine gibt's im Wochenblatt-Ticketshop am oberen Markt. Willkommen zurück. In Zeiten, in denen viel über Sexismus und Rassismus debattiert wird, hat ein Berufsstand es ganz besonders schwer, und zwar die Comedians. Im Grunde gehört es ja zu deren Job, auch mal gewisse Grenzen zu überschreiten. Die Frage ist immer nur, welche Grenzen und wie weit dürfen sie überschritten werden? Und kommt man eventuell auch auf den Comedy-Gipfel, wenn man sie nicht so weit überschreitet? Diese Fragen wurden beantwortet letzte Woche. In Sulzburg. Wenn man in Mühlhausen einen Comedy-Gipfel veranstalten will, mit Betonung auf Comedy und Gipfel, dann gibt es durchaus eine Handvoll möglicher Orte. Als höchste Erhebungen der Schlossberg zu Sulzburg und der Schlüpfelberg, beides mit Tendenz zur Hanglage, wird deswegen oft verwechselt mit Postbauer Heng. Letztendlich wurde das Festzelt auf dem Sulzburg aufgebaut und bot am Freitagabend ein amüsantes Programm für die ältere, aber auch für die jüngere Generation. Okay, es ist echt anstrengend, aber ich mach weiter. Übrigens, Ministerpräsident Söder hat zwar nicht verfügt, dass in Zukunft in jedem Festzelt ein Kreuz präsent sein müsste, aber einer der Comedians bewies vorauseilenden Gehorsam. Wir haben nagelneu iCross 4, ist ein Smartphone, ist ein Handy. Und hat auch Spracherkennung. Und wir haben zum Beispiel, wenn du hast Sorgen, Probleme, einfach sprechen die Sorgen in die iCross und dann die iCross zeigt die Sorgen auf die Display und einfach kann wischen weg. Innerhalb von Sekunden schwenkte der Träger des Oberpfälzer Kabarettpreises Wolfgang Kamm vom Dialekt eines indischen Pfarrers zum Klang seiner Heimat um. Ja, wenn du so dick das Brot ist, dann ist Wurst, wie dick das Brot ist, und dann ist die Welt okay. Ja, wenn du so dick. Mit dem Gipfeltreffen der Comedians feierte man 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Sulzburg. Wer ist denn alles? Kameraden, Kameradin bei der Feuerwehr, mal kurz aufstehen! Man sieht, es gibt auch Frauen bei den Sulzburger Florians-Jüngern. Ich habe extra einen Gag nur für euch. Damit könnt ihr eure Männer schocken. Was hat eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Der Comedy-Import Ausbilder Schmidt spannte dann auch den Bogen von der Feuerwehr zur Bundeswehr. Aber wir sind in Deutschland, da muss auch so ein Panzer zum TÜV, ne? War ich neulich beim TÜV, wollte wissen, wie alt mein Panzer ist. Ich sag, keine Ahnung, kann dir sagen, das Ding war schon zweimal in Frankreich. Oh, hab ich das gesagt? Um Gottes Willen. Es gibt viele Dinge, die man in Deutschland nicht mehr sagen darf. Luder. Luder darfst du auch nicht mehr sagen, musst du sagen, öffentliches Verkehrsmittel. Ne? Also immer so. Gefeiert wurde das Feuerwehrjubiläum in Sulzburg übrigens 4 Tage lang. Und wo wir schon bei den Klischees sind, bleiben wir noch kurz dabei. Eines der Klischees, das sich hartnäckig hält, ist, Rentner haben wahnsinnig viel Zeit. Die Wahrheit ist, haben sie nicht, denn sie unternehmen auch viel, besonders dann, wenn jemand etwas für sie organisiert. So wie die gute Seele, die heute einen Blumenstrauß der Woche verdient hat.
Nun blüht er wieder. Der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen. Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Kastner vom Seniorenclub Töging hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß und warum? An die Josefa Triffener. Sie ist die Vorsitzende von unserem Seniorenverein und sie macht das schon 15 Jahre. Super. Und wir haben alle 4 Wochen, kommen wieder zusammen im Schloss bei uns. Es sind manchmal so 25 bis 30 Personen. Und jedes Monat haben wir da irgendeinen Vortrag oder wir machen Ausflüge. Und das Ganze organisiert sie und zwar sehr gut. Und deswegen hat sie heute mal ein Dankeschön verdient. Ja. Hallo Frau Triefellner, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sprachlos. Ich merke es schon, auch ein bisschen gerührt, gell? Die Damen haben sich nämlich bei uns gemeldet und wollten sich mal bei Ihnen bedanken. Genau, weil du es so gut magst allebei und wir hoffen, dass du es nur lang machen kannst. Ich kann jetzt nichts sagen. Was organisieren Sie denn immer oder was machen Sie denn so gut? Mei, ich bin heute Patenherrn oder die Vorträge. Schau, dass ich Referenten kriege. Und was haben wir nur? Machen wir ein Spiel im Nachmittag. Und letzte Woche, habe ich gehört, gab es einen Ausflug nach Neumarkt, oder? Stadtführung und dann waren wir Maria-Hilf-Kirche. Haben wir Meierndacht, also wir 4. Der Mesner hat uns dann eine Kirchenführung, war auch sehr interessant. Und dann waren wir noch in Richthof bei der Ziegenhof. Abendessen. Also ich sehe schon, da ist auf jeden Fall immer einiges los. Was wird als nächstes gemacht? Die Frau Kindlein von Hohenstor, ja. Und die bringt von was Oma und Opa früher im Schrank gehabt haben. Das ist entweder Geschirr oder Kleider, ich weiß es nicht, was sie alles bringt. Wir müssen auf jeden Fall 2 große Tische herrichten. Ja, schön. Dann wünsche ich ganz viel Spaß und drücke die Daumen, dass es alles noch genauso lange bleibt, wie Sie sich das wünschen. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Wie bereits vorhin erwähnt, verwandelt sich die Neumarkter Marktstraße an diesem Wochenende wieder in einen großen Autosalon. Oder sagen wir besser, in eine Ausstellung der schönsten Oldtimer. Außer es läuft wettertechnisch dumm. Dann wird nämlich aus der Marktstraße eine Waschstraße. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Nach den teilweise starken Unwettern der vergangenen Tage beruhigt sich das Wetter wieder und es wird heiß. Am Samstag zeigen sich den ganzen Tag über immer wieder vereinzelte Wolken am Himmel, bei Werten von 18 bis 23 Grad. Bis zum Abend klart der Himmel allerdings wieder auf und die Temperaturen fallen dann auf 15 Grad. Traumhaftes Wetter können wir am Sonntag erwarten. Ein wolkenloser Himmel und bis zu 26 Grad laden zu einem Besuch ins Eiscafé ein. Auch nachts bleibt es klar bei 15 Grad. Der Montag heißt uns in der neuen Woche mit viel Sonnenschein willkommen. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad und in der Nacht sinken die Temperaturen dann auf 16 Grad. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Mit einem wunderschönen Blick von St. Helena ins Lengenbachtal verabschieden wir uns für heute und würden uns freuen, wenn Sie auch am kommenden Mittwoch wieder mit dabei wären bei einer neuen Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen bis dahin danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende. Während der Busfahrt darf man nicht mit dem Fahrer sprechen, aber dafür mit allen anderen. Neumarkt TV präsentiert Nächster Halt, der Talk in den Neumarkter Stadtbussen. Sie kennen Menschen aus der Region mit außergewöhnlichen Berufen, interessanten Hobbys oder Vereinen? Dann schreiben Sie uns und wir laden Sie ein zu einer Unterhaltung zwischen den Haltestellen.